Also, herzlich willkommen im dritten Part. Ein Hilferuf aus deiner Heimat Schweden. Dein Bruder macht sich große Sorgen um die Zukunft des familieneigenen Tierparks. Nach dem rätselhaften Verschwinden deines Vaters droht der Park mehr und mehr zu verkommen. Die Verzweiflung ist groß und niemand weiß, wie die marode Finanzlage noch in den Griff zu bekommen ist. Daher bittet dich deine Familie, nach Schweden zurückzukehren und ihr zu helfen. Du fackelst nicht lange und beschließt, sofort den nächsten Flieger nach Schweden zu nehmen. Bereits bei der Ankunft hast du die zündende Idee. Warum nicht einfach den Park für Besucher öffnen und mit den Einnahmen den Park sanieren? Dein Bruder ist begeistert. Es gelingt euch sogar, die Stadtverwaltung zu überzeugen und staatliche Fördergelder genehmigt zu bekommen. Naja, begeistert, den Park einfach offen zu machen, ansonsten schließen zu lassen. Ist ein bisschen unlogisch gemacht, aber jetzt geht's mal nach Schweden. Das Gute ist an dem Spiel. Deine Familie ist sehr stolz auf das neue Gebäude, das nun den Eingang des ersten Wildlife Parks ziert. Leider bleiben die Gäste noch aus, was dich allerdings nicht wundern sollte. Der kleine Park ist fast gänzlich unbekannt. Ihr entschließt euch, weitere Gelder in Marketingaktionen zu stecken und über Werbung Besucher anzulocken. Wenn du das Eingangsgebäude anwählst, kannst du dich für eine Marketing... Hier kannst du nun den Marketingbereich öffnen. Gut, hier findest du immer alle aktuell verfügbaren Marketingmaßnahmen zum Auswählen. Die ausgewählte Aktion musst du dann in dem Menü starten, das sich rechts unten öffnet. Und auf Play. Sehr gut. Die Werbung für deinen Park läuft. Wir dürfen aber nicht vergessen, den Park... Sehr gut. Die Werbung für deinen Park läuft. Wir dürfen aber nicht vergessen, den Park für Besucher zu öffnen. Das Eingangsgebäude ist noch geschlossen, wie man am entsprechenden Symbol über dem Gebäude erkennen kann. Angewählte Einrichtungen kannst du... Alle sind nun gespannt, wie es den Besuchern im neuen Wildlife Park gefallen wird. Bis die ersten Gäste kommen, kannst du die Zeit dafür nutzen, den Park zu verschönern. Im Baubereich für Dekoration findest du zum Beispiel Skulpturen. Setze am besten gleich mehrere Skulpturen an den Eingang, damit die Besucher einen guten Ersteindruck von deinem Wildlife Park bekommen. Prima, die Besucher werden sich freuen. Dein Bruder hatte gerade auf der Toilette eine weitere Idee. Was ist, wenn mehrere Besucher... Hier kann man Toiletten kaufen. Kleiner Tipp, setze die Besuchereinrichtungen immer mit dem Eingang zum Wegesrand, damit die Besucher kurze Wege haben und uns nicht den schönen Rasen zertrampeln. Jetzt schneiden sie so noch so ein Bullshit. Hab ich doch. Mal zwei. So groß ist der Park nicht. Ach, da ist einer. Es ist nun einige Zeit vergangen. Leider scheint über die Eintrittsgelder noch nicht viel Geld in die Kassen gekommen zu sein. Du könntest den Eintrittspreis am Eingangsgebäude erhöhen. Allerdings könnte ein zu hoher Eintrittspreis weitere Besucher abschrecken. Dein Bruder hat noch eine Idee. Wir könnten einfach an jeder Ecke billige Getränke anbieten und an den Toiletten extrem hohe Preise einstellen. Das klingt gar nicht mal so dumm. Aber was hältst du davon? Einige Einrichtungen wie Verkaufsstände und Toiletten verursachen laufende Kosten. Du kannst sie jederzeit abfragen, indem du das Gebäude einfach anwählst. Zusätzlich wird anhand des Profitwertes angezeigt, wie rentabel die Einrichtung ist. Inzwischen hat sich in der Stadt herumgesprochen, dass euer Park eine willkommene Abwechslung ist. Der Fotoautomat wird für zusätzliche Einnahmen sorgen und das Shoppingbedürfnis der Besucher befriedigen. Auch dort kannst du, wenn du möchtest, den Preis verändern. Einige Besucher beklagen sich leider darüber, dass im Park keine Abfalleimer zu finden sind. Besser, du stellst gleich ein paar davon auf, nicht dass der Park völlig verschmutzt wird. Hopp. Prima. Die Besucher können nun die wichtigsten Einrichtungen nutzen. Ich denke, wir können uns sogar zusätzliches Personal leisten und jemanden einstellen, der sich um die Abfälle kümmert.
oder möchtest du den Müll selbst auf? Hier bieten sich Müllmänner an. Setze das Gebäude am besten möglichst zentral, damit der Müllmann überall an die Abfälle herankommt. Jetzt muss man gucken. Es ist das Blöde, man muss sich vorstellen, du bist Besucher und du siehst gerade Müllmann. Guten Appetit, gell? Auch ein Handwerker wäre sicher gut, damit die Zäune schnell repariert werden können, falls sie beschädigt sind oder mit der Zeit verfallen. Nicht, dass die Tiere ausbrechen und die Besucher gefährden. Das wäre cool. Wah! Ups. Du hast den Park sehr schön eingerichtet. Versuche nun, die Tiere und Besucher weiter zufriedenzustellen. Das genaue Missionsziel findest du wie immer in der Missionsbeschreibung links unten im Menü. Eventuell hast du einige Einrichtungen etwas unpassend platziert. Du kannst sie aber jederzeit verkaufen und neu aufstellen. 5 Besucher. Auf jeden Fall haben wir einen Besucher. Was gibt's noch? Marketing? Ein Ballon, wow. Was bist du? Er will klettern. Klettern. Kletterbaum. Steine. Wie viel wollen die da? Toll, wie du diese Aufgabe gemeistert hast. Dank dir ist der heimische Tierpark gerettet und deine Familie kann in eine gesicherte Zukunft blicken. Juhu. Falls du dich gleich in das nächste Abenteuer stürzen willst, klicke auf Nächste Mission. Wenn du dich aber weiter um den Tierpark deiner Familie kümmern willst, klicke auf. Wir machen das mal ganz schnell. Ist dabei. Wir sehen uns bei den nächsten Parts und viel Spaß noch beim Anschauen. Und ich werde mal gucken, wann ich die nächsten Parts hat oder zocken würde. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal und schau die Video von DJ Domme so rein, wenn er die sieht. Also viel Spaß. Und wir sind von euch, von GamesTV18.